Und erstmal möchte ich hier mit dir hier reden. Schön, schön. Hier bitte, Neuling. Mit einer so um dich geschlungenen Waffe siehst du schon eher wie eine Jägerin aus. Beginnen wir mit der Untersuchung. Ich weiß, dass du in der Kantine auf mich wartest. Das hier ist der Ausrüstungsladen. Wir handeln mit einsatzbereiten Waffen und Rüstungen. Wenn du so schnell wie möglich eine Waffe benötigst, aber keine Zeit hast, um Materialien zu sammeln, können wir helfen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir werden einfach dann sammeln, was wir sammeln müssen. Die kann gerne Kekse bringen. Ich habe Hunger auf Kekse. Ja, Kekse wäre jetzt schon weiß. Das stimmt. Das muss ich dir recht geben. Das Verteidiger-Rüstungsset ist speziell für das Verteidigungskorps entwickelt worden und ist jetzt zum Kauf beim Ausrüstungsladen erhältlich. Das Verteidigungsset Alpha verfügt über außergewöhnlich hohe Verteidigungswerte und das Ausrüsten des kompletten Sets aktiviert Bonusfähigkeiten, mit denen du weniger leicht ohnmächtig wirst. Fähigkeiten: Göttlicher Segen Stufe 3, Gesundheitsboost Stufe 3, Erholung hoch Stufe 3 und Marathonläufer Stufe 3. Rüste dieses Set aus, um einen großen Vorteil beim Abschluss der Hauptgeschichte von Monster Hunter World zu erhalten. Jetzt die Frage, möchte ich das? Ich glaube, wir nehmen erstmal eine andere Rüstung dann. Weil wenn das so krass ist, müssen wir mal gucken. Also wir können hier Doppelklingen zum Beispiel kaufen. Die haben wir ja. Die sind ein bisschen stärker, die kosten aber auch dann direkt 300. Das lassen wir erstmal noch sein. Und Rüstung kaufen. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal dann dieses Set hier an. Und gehen dann nicht gleich in dieses OP-Ding. Wir können dann ja immer noch wechseln zur Not. Also hier würde ich dann sagen, gehen wir mal in... Wir fangen mal so ganz einfach an. Weil wir können ja immer noch wechseln. Wenn es zu schwer ist, haben wir halt dann sozusagen noch bessere Rüstung. Wir müssen uns ja jetzt auch nicht alles so einfach machen, dass es langweilig ist. Vielleicht, wenn es zu schwer wird, wie gesagt, wechseln geht immer. Fangen wir mit der Lederrüstung an. Das passt, denke ich, auch. Schöne Grüße von meiner Mom. Grüß schön zurück, bitte, bitte. Na also, das ist eine gute Waffe. Sollen wir sie Ach, richtig, du hast ja noch keine Materialien. Wir sind keine magischen Affen, die Dinge zusammenschlagen, damit Ausrüstung erscheint. Wir brauchen Materialien, also geh und besorg uns welche. Okay, gut. Das ist ja sehr nett. Ja, dann fangen wir halt mit der Lederrüstung erstmal an. Wie gesagt, wir können später immer noch dann einfach die andere Rüstung nehmen, wenn es uns zu kompliziert wird. Aber das ist, denke ich, schon okay erstmal. Für den Anfang. Wird das, denke ich, auch reichen. So, jetzt bin ich gleich bei dir. Ich würde nur erst einmal kurz hier mit dem hier noch reden wollen. Hey, willkommen in der Kantine. Der beste Ort, um dich auf die Jagd vorzubereiten. Du bist von der 5., oder? Ja, bin ich. Also, ich verrate jetzt mal, worum es sich bei der Kantine geht. Erhöhung, Gesundheit... Egal was, maximale Erhöhung. Okay, also ich kann meine Stats verbessern. Nur zusätzlich an den Tresen, du Bohnenstange. Wenn du für dein Essen vor der Jagd bereit bist, lass es mich wissen. Also mit anderen Worten, ich kann hier dann mich für die Jagd besser vorbereiten. Jetzt möchte ich aber, dass die hier aufhört mit mir zu meckern. Genau zur rechten Zeit. Und wir fangen jetzt mal an. Okay, Partnerin. Jetzt geht's los. Die Gilde hat uns nicht grundlos zusammengebracht. Okay, gut, wenn du das sagst. Ab sofort bist du meine Jägerin und ich bin deine Wildexpertin. Das finde ich gut. Ich bin das Brot für deine Butter. Kapiert? Ich soll dich zum Frühstück essen? Ah, ja. Deine erste Mission ist der 5. Flotte. Ist die Untersuchung des Jagra-Gebiets.
Dann müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest die Jagras des uralten Waldes gemeldet hast. Bist du bereit? Da draußen wartet eine wilde neue Welt voller Wunder auf uns. Alle Quests haben Ziele. Etwa das Töten eines Monsters. Um eine Quest zu starten, musst du sie zunächst annehmen. Aufgaben. Schließe die Mission ab, um die Geschichte voranzutreiben. Optionale Quests hierzu gehören auch Aufgaben, die du für NSCs erledigst. Du wirst nach und nach weitere Voraussetzungen erfüllen, um weitere Quests freizuschalten. Du kannst so viele optionale Quests annehmen, wie du möchtest. Untersuchung. Diese speziellen Quests erhältst du in der Ressourcenzentrale. Sie können nicht beliebig oft abgeschlossen werden. Und Event-Quests, das sind besondere Quests, die du nur online spielen kannst. Wir werden die ersten beiden Punkte wahrscheinlich dann zu 100% spielen, wenn ich das hinbekomme. Und die Untersuchung werden wir uns dann einmal angucken. Aber das müssen wir uns dann auch mal genauer angucken, wie wir das mit den Untersuchungen machen. Die Aufgabe und optionalen Quests werde ich versuchen, alle zu erledigen. Zeitlimit 50 Minuten, okay. Akzeptiere ich, Bedingungen sind keine da. Scheiternbedingungen, Zeit abgelaufen, dreimal ohnmächtig geworden. Dass er Schein des Zora Magdaros hat im lokalen Ökosystem Veränderungen verursacht. Begib dich ins Jagras-Gebiet, um Nachforschungen zum Nachforschen und töte sie, wenn nötig. Diese Quest nehmen wir an. Du kannst Astera erkunden, während die Vorbereitungen für die Quest laufen. Iss etwas in der Kantine, kauf Vorräte im Vorratslager und hol dir im Ausrüstungsladen sowie in der Schmiede die neuesten Ausrüstungen. Passe danach deine Ausrüstung über die Objektruhe an und dann dürfte es schon an der Zeit sein, mit der Arbeit anzufangen. Schau dir den Bereich oben links auf dem Bildschirm an, da wo jetzt im Moment gerade Tatsache noch nichts ist. Ist eine Quest bereit, erscheint dort eine Benachrichtigung. Hast du deine Vorbereitung abgeschlossen, drücke Space, um anzuzeigen, dass du bereit bist. Du kannst auch aufbrechen, indem du an einem der Hauptquartiertore F drückst. Wenn du im Menü Gruppenmitgliederstatus bereit zum Aufbruch wählst, bricht deine Gruppe auf, sobald alle Mitglieder bereit sind. Das wird dann für später relevant, wenn wir das zweite Mal spielen, wie bereits gesagt. Wenn du der Questleiter bist, kannst du mit R vorzeitig aufbrechen, zusammen mit anderen, die bereits sind. Okay, also das ist dann auch nochmal ganz nett. Okay, so. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt fast fertig für unsere erste Reise. Wir kaufen ja wie gesagt erstmal nichts, weil das ist die erste Mission, da wird uns ja wahrscheinlich erstmal nicht so viel passieren. Ich mache jetzt, bevor es dann endlich spannend wird und wir Tatsache etwas Besonderes machen. Kann ich nicht in meinen Raum reingehen? Okay, weil ich in der Vorbereitung bin. Ich hätte jetzt sonst versucht, in meinen Raum zu gehen und einmal die Truhe zu ordnen. Das geht aber nicht. Dann machen wir das. Dann machen wir das nach der ersten Quest und gucken uns dann gemeinsam an, dass wir Ordnung in die Truhe bekommen, weil wenn wir von Anfang an Ordnung machen, dann müssen wir nicht irgendwie eine Stunde die Truhe ordnen. Was ich durchaus als sinnvoll erachte. Mal gucken, ob hier oben direkt ein Ausgang ist. Weil ich würde Tatsache, dass den Abreisebildschirm nicht so gerne benutzen, sondern ich würde mit euch immer gerne symbolisch auch dann zu einem Stadttor gehen und die Quest so beginnen.
Ja, ich möchte die Quest beginnen, klar. Okay, wir können mit diesen Vogeldingern dann reisen, okay. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Ich danke für deinen Follow, Darkfinder. Willkommen im Stream, ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Schön, dass du da bist. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns ja. Okay, das hat sie eben schon gesagt. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also, das ist ja natürlich jetzt so, mach das Ziel, damit du das erfüllst. Ja, gut, ich dachte, ich mach das Gegenteil vom Ziel. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Ja, wie gesagt, da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagers zu erlegen. Sehen wir aber mal ich auf dachte, die Karte. Aber ich dachte, ich soll mich erst umgucken. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagers begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ja, da. Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Ja, die waren da, das weiß ich. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Das klingt gut. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Ja, alles. Allzeit bereit. Schön, dass du das Spiel mir nochmal sagst, wie ich mich bewege. Ah ja. Hey, Partnerin. Ja, kann ich nicht einfach das alles mitnehmen? Munition brauche ich ja nicht, weil ich habe ja keine Schusswaffe. Aber ich finde Essen und Tränke sind sinnvoll. So, jetzt rede ich nochmal mit dir. Oh, hi. Hoppala, ich wollte mit dir reden. Falsche Taste. Nichts kann uns aufhalten. Mein Großvater hat immer gesagt, dass bei den besten Jägern die Sicherheit oberstes Gebot ist. Ja, das ist schön. Mir wurde noch nicht gesagt, wie ich Tränke benutze. So viel zum Thema oberste Priorität. Aber das akzeptiere ich auch. Mit dir habe ich noch nicht geredet. Du hast alles, was du brauchst? Gut, dann mal los. Ja, ich glaube, dass ich alles habe, was ich brauche. Aha. Aber ich möchte mich umgucken. Steuerung. Achso, okay. Das ist Sei das. Vorsichtig. Mit dir kann ich das benutzen. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Speerkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Das ist nett. Danke für die Information. Aber ich möchte mich hier umgucken. Ich bin ja jemand, ich gucke mich auch total gerne viel um. Und sammle dann sowas wie Bären oder Materialien oder so. Schrotmunition verwendet, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch, weil wir haben keine Schrotwaffe, aber vielleicht kann man die ja später noch verwenden oder so. Gerade wenn hier so Sackgassen sind, bin ich natürlich neugierig, was da ist. Aber ich glaube, hier war das Tutorial. Hey. Ich darf nicht. Toll, danke. Weil es wahrscheinlich die erste Mission ist. Oh, lass mich doch umgucken. Ja, ich komme schon zurück. Ich hab's verstanden. Spiel ist gut. In der ersten Mission darf ich noch nicht. Okay. Ja, alles gut. Aber Kraut nehme ich auch mit. Warum darf ich mich denn nicht umgucken? Das triggert mich so. Mein Mappy, ist das dein erstes Mal Monster Hunter? So halb, Tatsache. Ich habe damals auf der. Ich weiß nicht mal, welche Konsole es war. Ich glaube, es war Wii oder Wii U. Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich auch einen Monster Hunter gespielt, weil mein Kumpel das hatte.
Das war aber eher so. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Jetzt habe ich ihn kurz reden lassen. Das war aber eher so. Wenn du oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ja, dankeschön. Das war. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Das ist auch sehr lieb. Darf ich jetzt den Satz zu Ende reden? Das war aber auch eher so semi, weil ich konnte es da nicht aktiv spielen, weil ich habe es selber nicht gehabt. Ich habe mich damals auch irgendwie ja nicht wirklich gut damit beschäftigt, dass ich jetzt sagen kann, wow, ich habe jetzt definitiv die Erfahrung da drin. Also das ist das erste Mal, dass ich das wirklich spiele, also dass ich jetzt sozusagen die ganze Story spiele, weil mein Kumpel hatte damals natürlich auch schon den Spielstand und dann hat er mir so die einfachen Sachen gegeben, aber er hatte natürlich eine Ausrüstung. Das ist sozusagen das erste Mal, dass ich von Anfang an packe. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid, wenn ich mich wende, wenn ich Fragen habe. Aber im Moment passt es noch alles. Ich bin auch jemand, ich probiere Sachen gerne erstmal einfach so aus. Und dann können wir immer noch gucken. Aber wenn ich Probleme haben sollte oder groß Fragen, dann weiß ich, ich werde mich dann an dich wenden. Beziehungsweise werde ich mich jetzt sowieso dann an euch wenden. Das ist ja dann ganz praktisch. Und ich merke, dass der schon wieder hier so ungeduldig ist, der andere. Und möchte, dass ich unbedingt komme. Aber ich konnte mich hier eben schon nicht umgucken. Und die müssen jetzt hier nicht meckern. Ich bin jemand, ich gucke mich gerne in Spielen um. Das weiß man auch. Wenn ein Spiel zu mir sagt, geh mal nach links, dann gehe ich erstmal grundsätzlich nach rechts. Hey! Ja, ist gut. Das war vielleicht ein bisschen viel für dich, ne? Ich merk schon. Hier ist so ungeduldig hier. Aber ich möchte mich noch umgucken. Ach, guck mal. Die sind ja auch süß. Voll die riesen langen Ohren. Und nachher machen sie mich fertig. Ich sehe es schon kommen. Aber auch das werde ich akzeptieren. Kann man bestimmt später auch fischen. Oder von Fischen gefressen werden, je nachdem. Ich würde behaupten, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass das vielleicht auch mal passiert. Ja gut, dann lass uns jetzt hier. Ich folge dir und nehme Kraut mit, weil ich es kann. Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Ah, okay. Das ist praktisch. Danke für die Information. Bitterkäfer, was man hier alles... Sammelt das alles mein Julian ein, so nebenbei, was da so alles steht? Das machst du, Julian, ne? Hier drüben! Ja, ich weiß, wo es zu dem Gebiet geht. Ich bin hier doch eben schon mal lang gegangen. Das war vor nicht allzu langer Zeit. Alles gut. Aber ich möchte hier die Materialien nicht auf dem Weg lassen, weil die kann man nämlich zur Not hier drüben auch einfach verkaufen. Stimmt. Ja, ich komme ja schon. So, ich gehe jetzt hier rein. Gut. Du willst ja. Rudel Jagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Ja, nicht gut. Kann ich dieses ganze Gedöns hier ausmachen? Dass er mir hier so diese ganzen Pflanzen anleuchtet, weil das macht mich nämlich wahnsinnig, weil. Huch, was hab ich jetzt gemacht? Ich akzeptiere es. Knochenhaufen ist auch immer gut. Kann man bestimmt für Waffen und so benutzen. Zum Upgraden.
Och nö. Och nö. Och nö. Okay, die sind nicht so. Also. Okay, da kann ich mich rollen nochmal. Ich wollte nur einmal die Steuerung nochmal austesten. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Aua! Okay, den habe ich nicht gesehen. Kann ich hier auch weniger als die Anzahl töten erstmal, weil irgendwie greifen die mich ja alle an. Och, die greifen auch Julian an. Lass Julian in Ruhe. Der kann da wirklich gar nichts für. Ich bin hier der, der euch fertig macht. Könnt ihr bitte Julian in Ruhe lassen? Boah, ey, das macht mich fuchsteufelswild hier, wenn man ein Haustier angreift, ne? Ja, das finde ich nicht lustig. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nein, ich will da nicht hinterherlaufen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Ja, ich möchte erstmal mir hier meine Materialien haben. Kann man die auch wie bei dem anderen Spiel, glaube ich, könnte man das auch mehrfach machen dann. Ja, sie sind weggelaufen. Ja, ich weiß. Entspann dich. Boah, der Typ macht mich wahnsinnig, ne? Ich weiß, dass ich langsamer spiele als das Spiel das möchte. Das ist mir auch bewusst. Aber ich möchte doch wenigstens den Loot erhalten, den ich hier verdient habe. Weil sonst ist es ja auch Quatsch. Ja, was willst du denn jetzt haben, hm? Was willst du denn? Oh, Eisenerz, das nehme ich mit. Boah, ich erinnere mich noch daran, ey, das war bei dem anderen Monster Hunter, was ich bereits halt so gespielt habe, in Anführungsstrichen. Da war man dann irgendwann nur noch am Looten. Das war... Whoops! Whoops! Mehr sagst du dazu nicht, willst du mich verarschen? Nutze, was du kannst. Wie verwende ich nochmal einen Trank? E, glaube ich, ne? Ja, ich metzel euch einfach nieder hier. Geht ihr mich auch, aber... Aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ja, wenn ich die Monster sehe, die mich angreifen, kann ich das auch. Meine Gesundheit ist niedrig. Nutze einen Trank. Okay, warte. Mein armer Julian, ihr. Aber danke, Julian. So konnte ich einmal das Trank-Nutzen üben. Wie war das nochmal mit dem... Reiß dich zusammen, okay? Ja, bin ich doch gerade bei hier. Hauptziel abgeschlossen, aber das bringt mir nichts, weil hier sind ja noch welche, die mich hier angreifen wollen. Gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Was ist mit dem Loot? Den lasse ich aber nicht hier. Also ich finde hier jetzt gerade kann man doch echt noch ganz gut Loot sammeln eigentlich. Deswegen... Ist mein Inventar voll? Keine Ahnung. Wobei, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier aufhören soll, weil wir haben ja gerade hier so ein bisschen was. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Wir haben auch noch Tränke. Ach, das Video ist automatisch abgebrochen. Was ist das denn für ein Müll? Ich wollte doch noch looten. Ich meine, klar, ich... Hätte mich daran erinnern können, dass es so ist, habe ich aber vergessen. Ja, ich finde diesen Stress, wenn man sich umschauen will, finde ich auch richtig... Ah, das muss nicht sein. Ja, mache ich auch. Also ich gehe mal davon aus, dass es hoffentlich nicht immer so ist. Ja, wir nehmen natürlich alles.
Das ist schon okay. Ach ja, das passt schon so.